Hallo liebe Freunde, da sind wir wieder beim Landwirtschaftssimulator 17 oder 2017, je nachdem wie ihr es möchtet. Und ich mache weiter mit dem Säen des Feldes Nummer 12. Ich habe mich schon mal richtig hingestellt, ne, damit ich auch hier nicht wieder irgendein... damit ich nicht hier zu lange brauche zum Drehen und Wenden. So, lübt alles. Perfekt. Ah, da zeigt das noch an, gut. Ich war nur am gucken, wo der nochmal anzeigt hier, wie viel da im Dingens in der Saatgutmaschine ist. Ich habe jetzt auch nicht nachgeguckt, ob man das nochmal düngen muss, das Feld. Das werde ich alles sehen, aber ich glaube nicht, ne? So. Hier fahren wir 10 km/h. Gott. Oh, ich bin ja am Schlangenlinie fahren, sehe ich gerade. Sieht ja doch schon cool aus. Ich kann euch alle, wenn ihr die Steuerung und sowas für von Giants nicht so mögt, kann ich euch nur den Mod von Upside Down empfehlen, den Drive Control. Und der ist echt super. Mit der Space-Taste könnt ihr die Richtung ändern, also Vorwärtsgang und Rückwärtsgang. Mit der W-Taste ganz normal Gas geben. Und der gibt auch ein bisschen weicher nach die Lenkung ein. Oh. Na toll, das ist es wieder hier. So, genau so, hier ist doch gut. Oder? Ja. Klein bisschen nach links, rechts rüber. Wie schön weit man rausscrollen kann, das ist ja super. So, so fahre ich glaube ich gerade. Glaube ich zumindest. Ich bin ja so ein kleiner Perfektionist, ne? Das muss ja alles gerade sein bei mir. Von daher versuche ich auch immer gerade zu fahren, ne? Das muss einfach bei mir so sein. Klappt zwar fast eigentlich gar nicht, aber ich versuche es immer doch trotzdem noch. Immer weiter versuchen, bis es irgendwann mal klappt. Habt ihr euch auch schon den Landwirtschaftssimulator gekauft oder habt ihr das vor? Ich weiß von Okta, der hat das vor, sich runterzuladen, eventuell, oder eher gesagt zu kaufen. Also jeder, der Lust auf so einen Landwirtschaftssimulator hat, den würde ich das hier schon empfehlen. Oder halt ein anderes Spiel, was ich hier wohl eher nicht sagen darf. Aber ich denke mal, ihr wisst alle, was ich meine. Von Spieler für Spieler entwickelt. Was jetzt wohl eher nächstes Jahr rauskommt, glaube ich.
Bin mir da nicht so sicher, wa? So, nur ein bisschen hier. Oh. So. Perfekt. Da sind wir auch schon fast durch mit dem Feld, wa? Das ist, glaube ich, noch einmal eine, hier. Eine Gerade und vielleicht noch so ein kleines Stückchen. Auf jeden Fall geht das ja recht flott mit dem. Ja, falls ihr jetzt was gehört habt, das war mein Löffel aus dem Kaffeebecher. Bisschen Kaffee zu mir genommen. Wir werden bald aber mit, wenn ich mit der Forstwirtschaft anfange, das wird wohl noch ein bisschen dauern, weil ich ja die Gerätschaften dazu noch nicht habe. Ich muss ja erstmal Geld verdienen, ne? Und das mache ich dann in der nächsten Folge wohl mit den, mit ein paar Missionen. Werde ich da wohl ein bisschen mal machen. Werde ich mir mal ein paar gönnen. Und damit dann ein bisschen Kohle machen, so nebenbei. Eventuell werde ich mir dann auch ein paar Hühnchen leisten. Oh, jetzt glaube ich, muss das Schild dran glauben. Ja. So, hat noch geklappt. Ja, ist auch nicht mal viel, was wir haben, ne? So, da nur noch einmal zurück. Dann haben wir es in 10 Minuten geschafft. Also, wir haben es dann in 2 Minuten oder 3 haben wir es jetzt fertig. Und dann können wir mal gucken, dass wir vielleicht sogar anfangen schon zu grubbern. Ich muss erstmal hier mit der Zeitskalierung auf 5 weitermachen, weil ich erstmal die Zeiten so reinkriegen muss, wie lange die zum Wachsen brauchen und sowas. Oh, das ist ein Fragezeichen. Ich denke mal wie in dem Wasser, da kann man ja Wasser auftanken sozusagen. So, dann noch eine Schicht und dann sind wir durch. Dann haben wir es geschafft. Das erste Feld fertig gesät. Das Dumme ist halt nur, dass da hinten, das seht ihr, dass es ein bisschen dunkler ist. Da habe ich ja schon was anderes gesät. Das heißt also, das werde ich wohl mit wegballern und tja, jetzt habe ich natürlich den Grubber schon verkauft. Ansonsten wäre ich da mal drüber gegruppt. Aber ich habe gedacht, das ginge so, dass man dann übersäen kann, sage ich einfach mal. Das ging ja bei den 15er auch, aber das geht jetzt hier wohl nicht mehr. Das heißt, ich muss das erst grubbern und dann wieder neu besäen. Aber das steht auch in den Einstellungen. Von daher habe ich halt einfach nur gepennt. Aber ist egal, machen wir dieses kleine Stück. Lassen wir dann halt. Was ja nicht weiter schlimm ist. So, dann sind wir damit schon fertig. Ich würde sogar fast schon behaupten, wir stellen den zum anderen Feld. Wo ist das da? Dann holen wir uns noch einen größeren Gruber, den wir uns leihen und grubbern das Feld dann direkt und säen das dann auch schon mal. So, weil wir haben nämlich da 800 übrig. Und das wird für dieses Feld auch locker reichen. Moment, ich muss anders fahren.
So, hier ist das nicht so sehr laut. Ich wollte eigentlich noch den Steam-Controller einrichten, aber hier sind so viele Funktionen drauf, dass ich mir das erstmal überlegen muss, welche Funktionen ich am meisten brauche. Das werde ich dann halt, ne? Das werde ich dann halt da drauf einstellen. Denk mal, fürs Lenken werde ich auch wieder die Gyro-Steuerung einstellen. Ich weiß gar nicht, ob der den überhaupt erkennt. Hier haben wir noch 36.000, ist doch perfekt. So, ihr könnt euch den kleinen Park mal hier ein bisschen ansehen, ne? Das ist ja, sieht man von außen nur, aber ist ja nicht so schlimm. Sieht auf jeden Fall hübsch gemacht aus. So, da sind wir dann schon. Werde ich mir hier nochmal den einen Grubber holen. Wo ist er? Da ist der. Und da werde ich mir dann auch direkt zum Großen holen. Den hier. Wie breit hat der? 6 Meter. Perfekt. Mieten. Sogar noch recht billig. Hätte sogar noch einen anderen holen können. So, da ist er schon. Gucken, ob ich den damit überhaupt ziehen kann mit dem Traktor. Das habe ich jetzt völlig verpeilt. Oh. So. Oh, ich glaube, da brauche ich einen. Ja. Da nehme ich mal ein Gewicht dazu. Ich weiß zwar nicht, ob ich noch welche habe. Habe ich überhaupt. Ne, Gewicht habe ich gar nicht. Dann hole ich noch ein paar Gewichte dabei. Gewichte. Da haben wir es. 700, 1000, 1500. 2300 haben wir sogar hier. Okay. Also ich glaube, der wird reichen. Ich glaube, den kaufe ich dann direkt auch. Dann brauche ich den nicht so. Ne? Den braucht man ja immer mal. Oh, Hauptfarbe. Da kann man eine Farbe einstellen. Habe ich übersehen. Nochmal eben kurz abstellen. Oh. Ups. Ja, ich weiß es doch. So. Gut, dann haben wir es doch schon mal. Die sind wir mal los. Das schaffen wir noch. Immer schön gucken, nach links und rechts, ne? Ganz logisch. Ah, macht das Spaß, endlich mal wieder ein Bauernleben hier. Bauer Wobra ist back in the house. Wobei LS15 ja nicht so sehr lange bei mir lief. Von daher werdet ihr auf jeden Fall mehr von sehen. Das sage ich euch schon mal, ne? Den ein oder anderen Lacher werdet ihr auch mitkriegen von mir. Mit Sicherheit. Gucken, also die Map, die spiele ich dann wohl so lange, bis wir alle Felder haben. Oder zumindest den Großteil der Felder und schon einiges an Kohle haben und sowas. Und ja, bis
Tiere viele da sind und so weiter und so fort, weil die Tiere möchte ich auf jeden Fall mal austesten. Weil die sollen hier ja auch besser sein. So, kann ich direkt hier anfangen oder... Jo, kann ich direkt hier von hier aus anfangen. Oh. Ups. Na toll. Da seht ihr mal wieder. Mann, Mann, Mann. Oh, ist das gerade ein Erdbeben oder was war das? Ja, passt doch, ne? Krieg ich doch hin. Moment mal, da habe ich direkt eine kleine Idee, eine leichte. So, einen Moment. Da werde ich nämlich das Stück da hinten mal neu. Mal eben kurz umflügen hier. Das kleine Stückchen. Dann werde ich da die andere Pflanze hinmachen. Andere Frucht meine ich. Wenn ich das dann gebacken kriege hier. So. Gut. Dann lasse ich den aber eben kurz hier stehen. Ausklappen da eben kurz. Oh, nicht durch die Bäume. Passe ich eh nicht durch. So, dann machen wir das noch hier nach. Ne? Sehr gut. So, können wir den wieder zusammenklappen? Hat eine Arbeit, wa? Oh, stell dich mal hier hin, weil wenn ich hier nachher mit dem... Oh, ups, falsche Taste. Mit dem Feld hier fertig bin. Oh, jetzt habe ich meinen LKW aufgebockt. Oh, direkt mal hier Allrad, das ist natürlich besser. So, während ich jetzt das Feld weitermache, werde ich mich dann mal von euch verabschieden. Und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Let's Play wieder, wenn ich das Feld hier weitermache oder fertig mache. Und wir sehen dann, werden wohl mal gucken, dass das Feld Nummer 12 ist das. Jo,
das Feld Nummer 12 mal düngen. Wenn ich das, wenn das muss. Ich gucke einfach mal, ich versuche es einfach mal. Und dann, ja, sind wir auch schon durch erstmal fürs Erste. Ja, und das Feld hier, genau, das Feld hier muss ich dann auch neu säen. Und das machen wir dann alles in der nächsten Folge. Also, Leute, dann schaffen wir das doch nicht, mit der nächsten Folge schon eine Mission zu machen. Dann muss das die übernächste Folge sein. Ich habe gedacht, das dauert ein bisschen, ist ein bisschen kürzer. Gut. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Denkt an den Daumen und bis dahin. Euer Wobra. Ciao, ciao.